Ja, das sind unsere Zutaten für unseren ganz günstigen Eiweiß-Shake. Ich habe jetzt hier meinen Shaker, den mache ich von unserem Quark. Probieren wir erstmal so. Ups. Zwei. Und noch einen dritten Löffel Quark. Dann habe ich hier einfach nur fürs Geschmack so ein Joghurt. Die Johannisbeere hat halt auch ein bisschen Eiweiß, man sollte darauf achten, dass man einen nimmt. Mit wenig Zucker. Jetzt kommen unsere Leinsamen. Okay, auch mal. Zwei Löffel dazu. Ja, das war's auch schon. Jetzt ist es euch überlassen. Also ich bin einer, ich trinke gerne die Sachen auch mit Wasser. Das schmeckt aber nicht jeden. Also nehme ich hier Vollmilch, natürlich meine Shaker-Kugel rein, natürlich den Rand ein bisschen sauberer machen und dann wird das ganze Ding einfach gescheckt. Ein bisschen Kraft braucht man dafür, aber eigentlich sollte das sich jetzt alles prima auflösen. So, nach dem Shaken gießen wir das einfach in unser Glas. Und fertig ist es. Ja, ich weiß nicht, ob man mittlerweile sieht, aber ich bin noch ein bisschen nass vom Regen. Mein Körper verändert sich immer mehr. Ich nehme immer mehr ab. Und wie gesagt, dieser Eiweißcheck, sehr günstig. Aus einem 500 Gramm Päckchen Quark mache ich insgesamt 8-9 Shakes oder so. Und dazu nehme ich ein bisschen Fruchtjoghurt. Sucht man sich irgendeinen aus, der einem schmeckt. Man sollte darauf achten, wenig Zucker, nicht zu viel Zucker. Und ja, Leinsamen, man kann auch Leinöl reinmachen, man kann Mandelraspeln reinmachen. Wenn man hier mal auf den anderen Blogs nachschaut, es gibt so viele Leute, die so kreative, tolle Ideen haben, wo man sich locker mal was wegschnappen kann. Aber man muss halt nicht unbedingt immer auf Proteine und Shakes weisen, man kann halt auch sich sowas selbst machen. Bis demnächst, euer Hennes. The chef.